Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Studia LP. Studia ist nicht hier und ich habe jetzt diesen Kanal übernommen und es werden nur noch Videos über Digimon kommen, ja! Also starten wir mit dem heutigen Thema und zwar Digimon Crosswo. Du bist ja doch da, Studia. Ich bin gar nicht da. Nein. Ja, der ist manchmal ein bisschen komisch, das müsst ihr verstehen, der ist halt so. Ja, heute geht's um eine ganz, ganz tolle Digimon-Staffel, die aber viele zu Unrecht verurteilen und sagen, die ist scheiße. Und zwar geht's um die sechste Digimon-Staffel, X-Cross Wars. Da habe ich auch ein wunderschönes Poster für euch. Da, Poster von Cross Wars hier. Und ja, ich wollte heute eigentlich zuerst so ein Faktenvideo machen. Also zuerst sollte die Review zum zweiten Digimon-Film kommen. Die habe ich dann aber nicht fertig geschnitten bekommen. Dann wollte ich so ein Faktenvideo machen, da ich dann keinen Bock drauf. Dann wollte ich so ein Video machen, wo ich über die Probleme in der Welt laber, da ich dann auch keinen Bock drauf. Dann wollte ich noch so ein Video machen. Ja, heute kommt dann doch kein richtiges Video, erst morgen wieder. Da habe ich aber auch gesagt, nee, ich möchte jetzt meinen Plan einhalten. Und deshalb kommt heute so ein kleines, kurzes, random Video zu Cross Wars. Seine Hauptfrage war, ob ich die Staffel schon geguckt habe. Ja, wie weit? Auf Japanisch komplett, das heißt alle 79 Folgen. Wie fand ich die Staffel? Sehr gut, hat mir super gefallen. Und ja, also Cross Wars wird, wie gesagt, von vielen zu Unrecht verurteilt als schlechte Staffel. Das ist kein Digimon mehr, da ist alles falsch und scheiße, weil das ist halt, wie man auch hier auf dem Bildschirm sehen kann, es ist alles so ein bisschen, ich sage jetzt mal, mechanisch und viele haben es auch mit Transformers verglichen, Transformer-mäßig gestaltet, aber wenn das Haupt-Digimon schaut man, ist einfach nur awesome. Also kann man nicht anders sagen, schaut man, ist ein super Digimon, der ist süß und der ist aber auch genauso cool. Hat, sag ich jetzt mal, also wenn ich ihn jetzt mit anderen Digimon vergleiche, hat er eigentlich wirklich die größte Fresse. Außer Agumon Staffel 5 und ich muss sagen, das gefällt mir echt richtig gut, dass er immer dann so Witze macht und ist auf jeden Fall ein sehr witziges, humorvolles Digimon. Also das muss man sagen, schaut man, ist ein lebensfrohes, lustiges und tolles Digimon. Nicht mag, schaut man. Lieber Drache, fühl dich gedrückt. Ja, auf jeden Fall, übrigens, ich meine, Digimon-Review haben Pokémon-T-Shirt anscheinend, ich weiß. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr die Staffel noch nicht gesehen habt, kann ich euch nur empfehlen, tut es, aber tut es nicht auf Deutsch. Guckt euch diesen Anime bitte auf Japanisch an und nicht auf Deutsch. Weil die deutsche Synchro ist. Ich weiß, dass viele auch in meiner WhatsApp-Gruppe tatsächlich die deutsche Synchronisation mögen, aber ich kann echt nicht nachvollziehen, warum. Der Einzige, der sich meiner Meinung nach einigermaßen gut anhört, ist Shoutmon. Den Rest kann man wirklich in eine Tonne kloppen. Vor allem das Mädchen, ich weiß den Namen nicht mehr, die hat so gefühllos gesprochen. Ich habe mir manchmal gedacht, schläft die gleich ein, oder? Was zur Hölle ist los mit der? Also, wenn ihr den Anime gucken wollt, dann guckt ihn auf jeden Fall auf Japanisch. Auf Japanisch ist er um Welten besser. Also um Welten. Ich meine, in der deutschen Version haben sie auch Sachen rausgeschnitten, wodurch dann die komplette Story verändert wurde, weil sie nicht das japanische Original zum Synchronisieren, also nicht die japanische Originallizenz gekauft haben, sondern die Lizenz aus Amerika. Das heißt, die haben nicht den original japanischen Anime übersetzt, sondern das, was halt die Amerikaner daraus gemacht haben, halt dann auf Deutsch. Das heißt, so falsch, dass es gar nicht falscher geht. Also, wenn ihr euch den Anime anguckt, bitte auf Japanisch, weil dann ist er auch wirklich sehr gut. Ich werde das jetzt hier auch ein bisschen kurz halten, weil ich auch demnächst ins Bett möchte. Wir haben schon 23:29 Uhr, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier läuft noch nebenbei der Fernsehen und ich kann nicht so. Ich habe ein Bild gemacht. Toll, ich wollte eigentlich so, aber ich habe ein Bild gemacht. Ja, noch ein Bild. Auf jeden Fall. Besteht halt aus drei Staffeln. In der ersten Staffel geht es halt darum, das gefällt mir richtig gut in der ersten Folge. Nicht groß, es ist wie in der ersten oder in der vierten Staffel, nicht hier groß rumgeplänkel, oh, ich hab dich lieb und was sollen wir tun und da geht mein Digi bla. Nee, es sind 10 Minuten in der echten Welt und dann gehen die, genau wie in der ersten Staffel, bam, kommen in die Digi-Welt, keine Ahnung wie, keine Ahnung warum, bla, einfach da, bumm, Digi-Welt. Wie eben in der ersten Staffel. Das hat mir sehr gut gefallen, dass sie da so ein bisschen back to the roots gegangen sind. Und ja, Taiki ist auch ein recht cooler Charakter, muss ich sagen. Ist deutlich, also man könnte fast sagen, er vereinigt sehr viele Charakterzüge von den Digi-Rettern aus der ersten Staffel. Er ist recht mutig, wie Tai. Ihm bedeutet Freundschaft viel, wie Matt.
Er ist auch recht klug, also er hat immer gute Pläne, wie Izzy oder Joey. Also er hat recht viele Charakterzüge aus den Charakteren von der ersten Staffel. Also man könnte fast sagen, er ist so die Vereinigung aus allen Charakteren der ersten Staffel. Ist es ein bisschen übertrieben gesagt, aber so ein bisschen kann man das da schon raussehen. Und ja, in der ersten Staffel geht es ja halt darum, dass er die Digi-Welt retten will vor der Macht der Dunkelheit, wie immer, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, wie sich das verhalten hat. Auf jeden Fall schafft er das dann. Und viele haben sich dann auch immer beschwert, dass zum einen die nie irgendwie groß üben müssen, die immer gleich direkt alle besiegen und Barben und Awesome, Digitation und bla. Und zum anderen, dass die Digimon ein bisschen unerfolgreich gehalten sind. Das seht ihr hier hinten, das ist Shoutmon Cross 5 oder Cross 7? Ich glaube, nee, das ist Cross 5, das ist Shoutmon Cross 5 mit dem Feuerschwert. Ich weiß nicht mehr genau, ihr dürft mich da gerne berichtigen, wenn ich hier gerade Scheiße erzähle, aber auf jeden Fall haben halt viele gesagt, ja, jedes Digimon sieht ungefähr gleich aus, das hat alle total den langweiligen Namen, heißt immer Shoutmon, Cross irgendwas und das ist total langweilig und uninnovativ und scheiße. Fand ich jetzt gar nicht so, weil es war halt wirklich mal was Neues. Ich meine, man kann es nicht sehr mit den anderen Digimon-Staffeln vergleichen, es ist auf jeden Fall eine eigene Staffel, was anderes, aber ich finde, es ist echt sehr gut gelungen, das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn euch die vorherigen 5 Staffeln schon gefallen hat, dann gefällt euch diese auf jeden Fall auch. Also eine große Empfehlung von mir. Aber wie gesagt, auf Japanisch und nicht auf Deutsch. Ja. In der ersten Staffel müssen wir halt die Digi-Welt retten. Keine Ahnung von wem oder warum. Wie gesagt, es ist halt echt so lange her, dass ich den Anime angeguckt habe. Ich müsste mir den eigentlich mal wieder angucken. Ja. Ich glaube, das mache ich demnächst in Anime. Ja, das klingt gut, ja. Auf jeden Fall. Retten die in der ersten Staffel die Digi-Welt, erleben auch viele Abenteuer. Es ist auch das erste Mal, dass zwei Menschen in die Digi-Welt kommen, die tatsächlich keine Digi-Ritter sind. Und zwar er hier, der liebe Taiki, ist der Digi-Ritter. Und mit dem Digi weiß ich weiß auch nicht mehr genau, wie das hieß. Ich glaube, irgendwas mit Fusion sogar. Und die junge Dame hier und der junge Kerl hier haben keine Digimon und keine Digi-Welt. Also, obwohl er auch wieder mitkämpft. Er kriegt immer so ein Schwert, was von den Starmon, also zu dem die Starmon digitieren. Fragt mich aber nicht, wie er heißt oder wie dieses Schwert heißt oder whatever. Ich weiß nur, dass der da Taiki heißt und der da heißt Schaubmon. Das weiß ich nicht mehr und der heißt der Ruglemon. Und das. Nee, das weiß ich auch nicht, wie das süße Digimon da hieß. Also ich habe wirklich sehr, 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 sehr viel vergessen. Hat einfach länger her, als ich die Staffel gesehen habe. Ja, auf jeden Fall das erste Mal, dass halt auch Menschen in die Digi-Welt kamen, die nichts mit Digimon zu tun hatten. Und ansonsten, in der ersten Staffel trifft dann halt Taiki auch noch auf 2 andere Menschen. Einer, der so sein Rivale wird, weil der Rivale entscheidet, dass er Taikis Rivale wird. Ich weiß nicht, was der hat. Der möchte dauernd gegen Taiki kämpfen und keiner weiß, was eigentlich dem sein Problem ist. Hat aber auf jeden Fall ein cooles Blue Greymon, weshalb ich ihn mag. Das ist auf jeden Fall der eine andere Digi-Ritter und die andere Digi-Ritterin. Ist ein Mädchen, aber die hat auch recht krasse Digimon teilweise, recht starke und auch so komische, oh, wie hießen die? Die hatten so einen ganz komischen Namen. Monitormon, irgendwas so in der Richtung. Die hatten halt als Köpfe so Bildschirmmonitore, so alte, richtig fette 16 Zoll Monitore. Und die haben dann immer alles gesehen und sie konnten alles im Auge behalten und haben uns zuerst gedacht, hä? Hat die da irgendwer Lust an was? Hat die irgendwie mit allem was zu tun, weil die das im Auge behält und bla. Und ja, das weiß man nicht so richtig. Auf jeden Fall müssen dann in der ersten Staffel die Digi-Welt retten, das habe ich schon 20 Mal gesagt und das schafft er auch am Ende. Das ist alles ganz cool. Dann gehen die wieder zurück in die echte Welt, nachdem sie gerettet haben und Schaubmon ist auch mit dabei, aber nicht wie in den anderen Staffeln, dass er dann da auch ganz normal in der echten Welt ist, sondern er ist dann als Mini-Version, also so gerade so, dass man auf die Schulter stehen könnte, so voll süß mit dabei. Das wird auch nur von Taiki und den anderen 2 Menschen gesehen, was ich einfach nur cool fand und mal so eine Idee mit einem geschrumpften Digimon fand ich sehr cool. Dann in der zweiten Staffel gehen dann wieder zurück in die Digi-Welt, also die waren jetzt 3, 4, 5 Tage in der echten Welt und dann gehen die wieder zurück in die Digi-Welt und die hat sich komplett verändert. Die hat sich irgendwie aufgespalten in 3 Lager, die Guten, die Bösen, die Neutralen oder keine Ahnung. Taiki geht zu den Guten und will die Digi-Welt wieder vereinen und retten und sein Rivale geht zu den Bösen, weil er sein Rivale ist und daher muss er zu den Gegnern gehen. Und das Mädchen geht, glaube ich, dann zu den anderen und beobachtet wieder alles und hilft ein bisschen mit. Auf jeden Fall hat dieses Mädchen auch einen Bruder, der von dem Oberbösewicht entführt wird. Und der Bruder dieses Mädchens denkt, dass das alles nur ein Spiel ist. Das heißt, der Bruder kämpft auch. Hatte der nicht, wen hatte der denn als Digimon? Der hat irgendein krass, hatte der. War das
War das Alphamon? Ich weiß nicht mehr. Hat auf jeden Fall dann auch gegen seine Schwester einmal gekämpft, weil er dachte, es wäre alles nur ein Spiel. Also ihm wurde von einem bösen Digimon, war das nicht sogar Sukamon? Ich glaube, ich hätte alle laufen, scheiße. Aber das ist egal. Scheiße, Sukamon. Hat ihm halt eingeflüstert, dass es das alles nur ein Spiel wäre. Und er hat es halt geglaubt und hat dann, ich bin müde, sorry. Hat dann halt auch gesagt, ja, ich kämpfe auch gegen meine Schwester, wenn es sein muss, ist ja nur ein Spiel. Und die konnten ihn dann irgendwie befreien und dann waren alle wieder glücklich. Und der dritte Teil der Staffel begann, die dritte Staffel, in der dann Taiki, der Bruder von dem einen Mädchen, was auch ein Digiverse hatte, und der dritte war hier, der eine Typ mit Gamdramon, Shiftys Lieblings-Digimon. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Allerdings war der dann so gesehen der neue Protagonist. Das heißt, Taiki und der andere Typ waren im Hintergrund. Und Gamdramon war mit seinem Partner dann so gesehen der Protagonist der dritten Hälfte der Staffel. Und da sind dann immer in so eine Zwischenwelt gegangen. Das war nicht die Digi-Welt, das war nicht die echte Welt. Das war so ein bisschen Pokémon-like, wo sie dann Digimon gefangen haben, gejagt haben und auch so ein bisschen ihre Skills improved haben und ihre Digimon trainiert haben und so ein bisschen Pokémon-like. Allerdings kam dann auch irgendwann wieder die Macht der Dunkelheit durch und dann mussten die den besiegen und dann kam das Ende, was einfach nur fucking awesome war. Und zwar hat man da alle Digi-Ritter aus der vorherigen Staffel gesehen, wie sie gekommen sind, um dem Typen zu helfen. Das hätte zuerst natürlich Taiki machen sollen, dass er den großen Bösewicht am Ende dann besiegt. Allerdings konnte er nicht, weil er schon recht niedergeschlagen war und dann, genau, der hier übrigens. So, hier, der ist es übrigens, aber ich weiß seinen Namen nicht mehr. Von dem rede ich, das ist Gamdramon. Und der hat sich dann, also die haben ihm dann alle geholfen. Hier, Takuya, Takato, Taichi, Davis und Markus, Aniki, haben dem dann geholfen und dann konnte er die Bösen besiegen und Taiki ist nur blöd da gelegen, weil er verletzt war. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr die ersten 5 Digimon-Staffeln mögt, werdet ihr diese auf jeden Fall auch mögen. Ist, wie gesagt, ein bisschen anders. Die haben da mal ein bisschen was Neues ausprobiert. Also wenn ihr sagt, ja, ich will alles so, wie es immer war, dann ist es wahrscheinlich nichts für euch. Und ja, mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Wie gesagt, unbedingt auf Japanisch gucken, nicht auf Deutsch. Auf Japanisch ist die Synchro viel besser und die Story ist unverändert. Also wenn ihr die Staffel guckt, dann nur auf Japanisch. Ich werde mir die wahrscheinlich demnächst auch nochmal angucken, weil ich die echt cool fand. Ich habe die damals, glaube ich, die 80 Folgen in 2, 3 Wochen durchgesucht und ja, sehr zu empfehlen. Meinerseits ist, wie gesagt, mal was anderes und ist im Staffel-Ranking bei mir, glaube ich, tatsächlich auf Platz Nummer 3. Ja, zuerst kommt Tamers, dann Frontier, dann Cross Wars, dann Adventure. Und dann Sabers. Ist auf jeden Fall echt eine gute Staffel, hat mir sehr gut gefallen. Lag wahrscheinlich auch, keine Ahnung, es lag wirklich hauptsächlich an Schaubmann, weil Schaubmann einfach ein richtig cooles Digimon ist. Also, das kann man nicht einfach sagen. Schaubmann ist einfach awesome. Hier ganz viel Liebe an dich, mein kleiner Drache, ne? Gut, ich möchte es auch nicht mehr allzu viel dazu sagen. Eigentlich, ich habe davor schon mal aufgenommen und ist die Aufnahme kaputt gegangen, deshalb habe ich das nochmal neu gemacht. Und ja, wenn ihr Cross Wars gesehen habt, schreibt mir unten rein, wie ihr es fandet. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, werdet ihr es noch tun und wenn nicht, warum? Sagt ihr euch, oh, das ist mir viel zu scheiße, das ist viel zu anders und ja, würde mich da eure Meinung interessieren. Ab morgen ist wieder Gaming, die ganze Woche lang bis Sonntag ist schon alles fertig, da könnt ihr euch drauf verlassen, da wird jeden Tag was kommen. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Nächsten Montag gibt es dann die Digimon Review. Übernächsten Montag gibt es dann ein ganz, ganz tolles Spiel von einem Zuschauer. Und übernächsten Montag möchte ich wahrscheinlich entweder Splatoon oder LOL mit Damian, Dubi und Drache aufnehmen. Das wäre dann Splatoon. Oder ohne Drache, das wäre dann LOL. Aber da muss ich noch gucken und muss ich noch überlegen. Und ja, aber das ist noch überlegen. Also auf jeden Fall. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Link zu allen Social Media Seiten in der Beschreibung. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen bei der Puna Doomsday wieder. Und ja, was ist noch zu sagen? Außer tschüss, Zili.